Grüezi miteinander, ich bin hier mit Matthias Huwiela und er ist der Chefexperte von der Swissman und wir sind jetzt bei der Anlage- und Apparatenbauer. Ja, können Sie uns so ein bisschen erklären, was hier abläuft? Ja, also der Kandidat hat eine Aufgabe, muss hier so einen Smoker machen. Das ist so eine Miniaturausführung. Hier dazu kommt er Blech über, Rohmaterial, alles flach. Tut dann das zuschneiden, die richtige Länge. Tut das berechnen zuerst, dann zuschneiden. Tut das auf der Maschine runden. Hier biegen, den grossen Abkant. Dann tut er schweißen. Am Schluss schön sauber so verputzen. Und dann haben wir hier einen Teil Stahl, einen Teil Chromstahl und einen Teil Aluminium. Das sind so die drei Hauptmaterialien, die ein Anlage- und Bratenbauer bearbeitet. Und welches ist das Schwierigste zum Bearbeiten, also beziehungsweise zum Schneiden? Also ich denke, das Schwierigste ist sicher das Aluminium, weil wenn man das schweißen, wird es so heiß, dass das sich verformen kann. Dass die Form so beibehalten werden kann, muss man recht gute Erfahrung haben, dass man weiß, wo und wie dass man vorgeht. Und muss der Smoker funktionsfähig sein, also beziehungsweise wird es getestet? Oder? Ja, das ist dem Kandidaten überlassen, er darf das natürlich dann heimnehmen. Ja. Und wir haben es jetzt getestet, es ist so, dass es funktioniert. Also es funktioniert. Ja, definitiv. Und weißt du eigentlich, am ganzen Smoker, weißt du eigentlich so der schwierigste Teil vor allem, oder wo am meisten Leute scheitern? Schwierig ist sicher, dass alles rund ist. Man hat wie keinen Anhaltspunkt, man weiss nicht genau, wie und wo das man ist. Und es hat sehr filigrane Sachen dran. Wie du hinten siehst, so die Bügel oder da so dünne Blechli, wo es schwierig ist, das auszurichten und dann so fein zu schweissen, dass das dann auch noch im Lot ist. Genau. Und wie merkt man, welcher ein guter Smoker ist und welcher ein weniger guter ist? Ja, das tun wir am Schluss tun wir das ausmessen. Und wir tun das optisch bewerten. Wir testen die Funktion testen und dann, der am meisten Punkte hat, hat dann den besten Smoker gemacht.